Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind immer noch auf unserer neu gestarteten Höhlentour. Sind hier in einem eher fast, ja, oberirdischen Gang unterwegs, der wahrscheinlich sehr nah unter der Oberfläche verläuft. Ah, und was haben wir hier? Ach, das ist der andere Höhleneingang, den wir noch, zu dem wir letzte Folge gesagt haben, nee, den nehmen wir erstmal nicht, wir nehmen erstmal den anderen. Und ja, hier schaut es doch schon besser aus. Hier ist doch mehr los. Gott, ist doch was los. Hilfe. Die Creeper haben wir schon weggeschossen. So, den ich auch noch erwischt. Ja, wunderbar. Wir sagen, stürzen wir uns mal hier runter. Ach, da ist auch alles offen. Ach, du Heilige. Ja, hier ist ganz schön groß. Ja, wir könnten jetzt nicht erst hier oben ausleuchten, aber nee. Jetzt will ich langsam mal nach unten. Kupfer müssen wir jetzt nicht alles mitnehmen. Ah ja. Kupfer müssen wir nicht alles mitnehmen. Ja, einerseits ja nicht und irgendwie haben wir auch genug davon. Ich habe es nur mit abgebaut, weil wir jetzt ja doch die Option hatten, daraus Blöcke herzustellen. Schön hier alles. Schön unsere Waffen aufleveln. Das ist eigentlich nur das Schwert aktuell. Das schaut schon mal vielversprechend aus, wie tief es hier runter geht. Ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr erleben, wie in der anderen Seite der Höhle. Und witzigerweise, natürlich ist es wieder miteinander verbunden. Hab auch nichts anderes erwartet hier in dieser Welt. Und ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn auch diese Höhle mit unserer Mega-Monster-Höhle verbunden ist. So, Eisen nehme ich trotzdem gerne mit. Das darf nie fehlen. Ein bisschen Lapislazuli. Und da unten ist auch schon wieder der dunklere Stein. Cobble Deep Slate. Level hier braucht kein Mensch. Nicht jetzt zumindest. Es ist schon ein ganz schöner Abstieg hier. Gerne ein bisschen ausleuchten den ganzen Bereich. Vielleicht mal einen kurzen Moment nutzen und neue Fackeln herstellen. Oh Gott, ist das Inventar schon voll. 43 Sticks haben wir noch. Die reichen noch eine ganze Weile. Der Einfachheit halber mit dem Bogen hier mal kurz aufräumen. Den richtigen Aufstieg müssen wir uns halt dann der Rückreise bauen. Hier schaut es auch nicht nach wirklich. Nee, ich glaube, hier geht es nicht weiter. Das ist gut. Dann haben wir zumindest mal ein so ein kleines Dead End hier. Von dem aus wir uns dann weiter in die Höhle wagen können. Eisen können wir auch bald zusammenfassen in Blöcke. Werden wir auch relativ bald und gleich machen. Ich glaube, oh, da drüben, glaube ich, wird auch nochmal ganz schön große Höhle weitergehen. Wirkt auf jeden Fall sehr mächtig. Machen wir zuerst mal ganz kurz die Materialien hier alle mitnehmen. Bevor wir uns weiter nach unten wagen. So, die hier noch. Ein paar von den dunklen Steinen können wir natürlich auch gerne mitnehmen. Ah, hier geht's auch noch weiter rein. Natürlich. Oh, da ist Basalt, das unten drunter
Dingens, Amethyst Cave. Jawohl, bei den dunklen Basaltsteinen ist das doch immer unten drunter, oder? Hoffe ich jetzt mal. Jetzt gerade keinen Blödsinn erzähle. So, aber was ich jetzt mal ganz kurz mache, weil das Inventar doch schon sehr voll ist. Einmal ganz kurz unser Eisen und Kupfer zusammenfassen. Ne, das bringt natürlich nichts mehr. So, die Blöcke hauen wir einfach mal hier so hin. Oh Gott, was mache ich denn? So, Kohle können wir auch zusammenfassen. Oh, da geht sogar noch einer. Perfekt, die drei verwerten wir gleich als Fackeln. So, und schon haben wir wieder mehr Platz im Inventar. Unsere Sache kommen wir erstmal kurz hier hinten hin. Was bin ich denn? Ach Gott. Den Bogen würde ich mal wegschmeißen. Den will ich nicht. Der fliegt uns nur doof im Inventar rum. Aber die Werkbank nehmen wir wieder mit. Ja, schaut schon besser aus, das Inventar. Sagen, wir hauen das aber ein bisschen kaputt hier. Smooth Basalt, genau, da müssen drunter der Weiße bald kommen, oder? Jawohl, genau. Ich glaube, Basalt kann auch einiges mitnehmen, weil da werden bestimmt viel mit bauen können. Tatsächlich. Ich hau mal so ein kleines Loch hier in die Wand rein. Die Weißen haben wir auch gleich kaputt. Und dann schauen wir mal, was unten in dem Amethyst Cave vielleicht so drin ist. Wahrscheinlich aber nichts außer halt schön bunte Steine. Oh Gott, der geht ja viel schneller kaputt, der Weiße. Ah, Kalzit ist das okay, ist kein Basalt. Genau, da geht's runter. Das ist jetzt doof, dass wir genau hier runterkommen. Was ist da drüben? Halbwegs die Wand. Ah. Nicht so perfekt runter, aber dafür haben wir eine Lösung. Ach, nicht so, das ist dumm. Halt. Dann halt nur so. So, keine Feinde hier. Alles clean. Ich habe eine Spinne. Aber sonst habe ich nichts. Und die Blöcke schauen echt cool aus. Irgendwo haben wir doch, glaube ich, schon mal so ein Ding gefunden, ne? Weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir so einen Cave gefunden haben. Na, Spinni. Ja, aber sonst schaut es hier recht noch langweilig aus, würde ich fast behaupten. Obwohl, hier geht's. Diamanten! Hier geht's weiter. Und ich ziehe meine langweilige Aussage zurück und. Ah, da oben kommen wir gerade her. Da hängt nämlich eine Fackel an der Wand. So, ich leuchte aber kurz den Teil aber mal aus. Ist das nämlich erledigt? Gold nehmen wir mit. Und dann natürlich ran an die Diamanten. Wahrscheinlich nur den einen. Hier, Redstone können wir auch gerne mitnehmen. Ein bisschen Lapislazuli haben wir auch noch nicht. Ja, da füllt sich das Inventar natürlich wieder ratzefatze jetzt. So, lass mal ein bisschen safe bauen hier, weil wir keinen Diamanten in der Lava verlieren. Plötzlich auftretender. Es scheint nur ein einziger zu sein. Wie viele haben wir bekommen? 3 Stück, jawohl. Ah, ist doch gut. Gucken wir noch kurz hier ein bisschen weiter in der Wand rum, aber ich glaube, das war nur der eine.
Oh, da werden keine weiteren sein. Schade. Da noch ran. Jawohl. Mal kurz wieder unten lang sammeln und mal kurz alles ein, was wir noch liegen lassen haben. Falls wir noch was liegen lassen haben hier. Aber andererseits kann ich mir auch diesen Eimer Wasser wieder mitnehmen. Soll ich mich schnell beeilen. So. Dann schauen wir mal hier lang. Ist auch wieder so ein kleiner, enger Gang. Was für ein Stein ist das eigentlich? Tuff. Tuff, tuff. Was tough oder was tough ist. Das war's aber hier unten schon. Mehr gibt's hier wohl nicht. Na gut, haben wir zumindest mal relativ nah so ein Cave noch mit den beiden Steinarten da. Falls wir die irgendwann mal brauchen. Ein bisschen Eisen noch aus der Wand mit rausnehmen. Also, es muss natürlich nur wieder nach oben kommen. War das hier? Warte mal, ich laufe mal andersrum. Hier finde ich es leichter. Genau, hier geht es leichter nach oben. War noch nicht so ganz, aber hier. Machen wir mal so. Genau. Okay, dann haben wir das zumindest schon mal erkundet, hier die Ecke. Ja, das bisschen Eisen kann man drin lassen, vielleicht nehmen wir das mal anders mal mit. Hier ist ein hungriger Zombie um die Ecke. Da ist er auch schon. Und weg ist er auch schon. Tschüss. Okay, das Gute ist, wir sind hier schon auf irgendwie dann doch Diamantenebene unterwegs. Das ist da nur Lapis Lazuli. Schade, wäre natürlich witzig gewesen vom Timing her, wenn genau da jetzt Diamanten aufgetaucht wären. Welche Richtung schauen wir denn mal zuerst? Zuerst interessiert mich ehrlich gesagt die Richtung hier. Möchte ich doch ganz gerne zuerst erkunden. Die Ecke. Hört mir doch nicht. Der Fall hat ihn so hart getroffen, der hat direkt vergessen, dass er uns angreifen wollte. Noch kurz das Gold hier nicht vergessen. Das ist eine ganze Menge Gold. Oh, das Inventar ist so voll. Mit so komischen, vielen blöden Nervsteinen. Ich dachte, ich habe gerade eine Spinne gehört, aber das kann auch der Soundtrack gewesen sein. Natürlich kann auch überall hier, egal wo, eine Spinne lauern. Bisschen vorsichtig sein, aber hier unten ist mal wieder nichts los. Das war es schon wieder. Ach Mann. Tut so groß hier die Höhle, als würde es hier mega runtergehen. Als würde hier was noch, weiß nicht was, kommen. Ja, dann war es das einfach mal. Ich nehme noch ein bisschen Redstone halt mit. Okay, jupp, wir sollten auf jeden Fall mal ganz kurz unsere Kiste wieder benutzen. Ich hau mal kurz diesen Gravel hier rein, den brauchen wir nicht. Vier Andesit brauchen wir auch nicht. Wollen wir hier zu, so. Dann nochmal ganz kurz wieder Stacks bauen. Ah, Lapis können wir auch Stacks bauen. Aktuell bleibt es natürlich noch bei zwei Stacks immer im Inventar, weil wir halt einmal einen Block haben und einmal ein Einzel-Item. Aber für die Zukunft haben wir noch ein bisschen Platz gespart.
Okay, ein paar Gänge hatten wir auf jeden Fall noch übrig, wie diesen hier. Hier irgendwo gegenüber war noch eine kleine Höhle, die ins Reinging. Ich glaube, da ein bisschen weiter oben. Mal gucken, aber erstmal möchte ich hier hin. Zombies wittern uns auf hunderte von Metern Entfernung. Natürlich. Und hier schaut es auch gut aus. In die Richtung geht es ziemlich weit weiter. Oh, da geht's runter. Ja, da müssen wir aufpassen. Hier direkt eine Fackel hin. Kommt der eine schon von oben? Das ist schlecht. Ich dachte, die kommen ja nicht durch. Ich hab meinen Cobblestone. So. Ich dachte, die sind vom Wasser geblockt, aber scheinbar nicht. Ich will die ganze Zeit hier runter, ich will hier hoch. So. Skelett nehmen wir uns auch gleich vor. Hey, nicht weglaufen. Stehen. Den machen wir mal zu, den Wasserfall. Der ist eher störend hier. Ach, roter Stein. Ich dachte gerade, da wäre eventuell eine Mine, aber leider nicht. Andererseits auch gut so, dass da keine Mine ist. Muss ja nicht unbedingt. Vorsichtig bleiben. Ah, zum Beispiel wieder so viele Wege, die wir gehen können. So viele Optionen. Bin ja mal gespannt, wann uns die Fackeln ausgehen. Aber aktuell Kohle haben wir so jetzt ja keine mehr, nur noch im Stack. Aber die können wir uns ja jederzeit wieder rausholen aus dem Stack. Ja, das sollte man nie vergessen, wenn man tief in die Höhlen reingeht, dass man immer Kohle dabei hat, weil hier unten gibt es keine Kohle mehr. War es denn nämlich immer damit? Gehen wir ein bisschen weiter weg hier. Bisschen mehr hier so hin. So. Die Fackeln auch möglichst effektiv genutzt sind. Das ist, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, eine der Neuerungen, die ich sehr gut finde. Dass man Fackeln nicht mehr ganz so extrem platzieren muss in den Höhlen. Dass einfach die Monster halt eine geringere, ja, Lichttoleranz haben. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen die Monster ein höheres Lichtlevel. Nee, ein geringeres? Also ich habe auf jeden Fall ein Lichtlevel von 0, damit sie spawnen können und nicht wie früher bei, glaube ich, 7. Das wurde ja zum Glück geändert. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich gerade unterwegs bin. Ich sehe einen Creeper da vorne. Ich sehe einen weiteren Höhlengang hier. Und ich sehe, dass der Creeper uns entdeckt hat. Ich würde sagen, das Licht, aber nein, das ist Lava. Also wir gucken gleich mal wieder zurück. Okay. Was haben wir lange gebraucht, mich zu entdecken? Also wir gucken gleich mal wieder zurück, wo wir jetzt eigentlich gerade angekommen sind. In welcher riesigen Höhle hier schon wieder. Ach du Heilige. Creeper. Lass mal gut sein. Ja. Hey, durchgeschossen. Das geht ja nicht. Zwischen die Knochen geschossen. Ich
versuche da ehrlich gesagt so ein bisschen so einen Platz zu finden, wo ich mich mal kurz wieder hinstellen kann, um neue Fackeln zu machen. Aber irgendwie ist hier ungünstig. Die Monster können hier von allen Seiten ankommen. Was gehört? Oh Gott. Boah, ist das wieder eine Höhle hier, alter Schwede. Diese Fackel möchte ich jetzt ungern verschwenden. Das hier schaut aus, als hätte... Das da schaut aus, als hätte einer, die Rohstoffe abgebaut. Wir waren aber definitiv noch nicht hier. Das wüsste ich. Noch ein Creeper. Nur kurz Fackeln machen. Mehr Damage, deswegen so. Wir werden auf jeden Fall nicht mehr zurückfinden. Das wird spaßig. Ach halt. So geht das natürlich nicht. Aber so. Wo sind wir denn? Vor allem, bis wir das hier ausgeleuchtet haben, das wird dauern. Das geht nicht so schnell. Ah, genau, von hier kommen wir, okay. Das sieht aus wie so ein riesen Stampffuß, der irgendwas platt drückt. Platt drücken könnte. Die Zombies haben mich natürlich entdeckt. Und auch noch einen riesen Höhlengang. Ja, ich leuchte aber mal kurz ein bisschen aus hier unten. Zumindest mal so teilweise hier die Ebene, wenn man es denn so nennen kann. Mich wundert, dass da oben so viele große Höhlenbereiche sind. Wenn wir da noch nicht waren. Ich hätte schwören können, wir müssten da theoretisch irgendwo langgekommen sein. Scheint nicht. Ich muss kurz die Werkbank, glaube ich, wieder rauskramen am besten. So nämlich. 5 Blöcke zu viel mitgenommen. Und noch irgendwas, was man stacken kann? Ich glaube aktuell nicht. Ja, Gold, aber da haben wir eh nur 15 Stück. Die lasse ich mal. Sonst nimmt es uns mehr Inventarplatz weg. Und das wäre blöd. Hier, Lapis, das können wir mitnehmen. Ich frage mich, wo die Höhle da oben hinführt. Boah, hat mich gerade die Fledermaus erschrocken. Ich habe nur diese Augen gesehen hier. Oh Gott. Die mich angeguckt haben. Den habe ich gerade irgendwie nicht gerechnet so ganz. Ja, ich weiß, in der Lava muss ich immer nicht so weit ausleuchten, aber ich mache es trotzdem. Ich setze mal die Fackel hier hin. So. Ja, aber falls wir die Lava irgendwann mal entfernen, dann wird es doch plötzlich sehr dunkel und deswegen setze ich da manchmal ganz gerne Fackeln relativ nah ran. Schauen wir mal kurz mal hier hoch. Schaut es ein bisschen so aus, als würde es nicht zu sehr weitergehen, aber ich... Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Und oh, ich sehe schon wieder, wir sind wieder voll über die Zeit drüber. Das heißt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich muss sowieso gleich husten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.